Die LED zeigt die Richtung an. Sie leuchtet während der Suche. Sie leuchtet dann dauerhaft, wenn du in die Richtung. Ja, das kennen wir schon aus dem zweiten Teil. Piepton. Der Piepton zeigt die Entfernung an. Je schneller das Piepen, umso näher ist das. Ah, genau. Wie fotografiert man jetzt den Barcode ab? Ja, wie denn? Hä? Verstehe ich nicht. Handbuch. Was ist denn das für ein Ding? Survival Guide. Vielleicht Waffen, zählt es zu Waffen? Nee, glaub nicht. Das sind Relikte. Okay, das ist schon mal nicht Handbuch. Okay, vielleicht muss er einfach draufbleiben. Ich scanne doch, Mann. Finde und fotografiere. Ach, fotografieren, so. Ach so. Also nicht mit dem Dings das ge Achso, okay. Oh, fuck. Oh, fuck, 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 fuck. Weg, 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 weg. Oh, fuck. Boah, leck mich am Arsch, ey. Hui. Scheiße. Drecksbär. Paketscanner verwenden, super für Minikarte. Ach, da ist es ja. Zwei von fünf. Da ist, glaube ich, irgendwo eine Schlange oder noch so ein Komodo-Waran. Ja, genau, da ist Schlange halt. Bis jetzt. Jetzt ist er weg. Okay, in den Container rein ist schon mal nicht. Wasser ist aber Paket, aber nicht vielleicht, oder? Nö. Ach, guck mal. Krabbe. Habe ich noch nie gesehen.
Isst bloß keine Krabben. Von rohen Schalentieren kannst du sterben. Echt. So, auf zum nächsten Punkt. Boah, die Punkte sind immer weiter weg, ey. Zum Kotzen, ne? Naja. Ui. So, es ging recht schnell. So, letzter Punkt. Entweder ist das Paket da unten oder hier oben. Wenn es hier oben ist und ich jetzt runterspringe, dann bin ich gefickt. Ich glaube aber unten. Kurz. Soll ich es riskieren und einfach mal runterspringen? Ja komm, das ist es wert, selbst wenn es nicht da unten ist. Oh scheiße, der hat keinen Köpfer gemacht. Das wäre stylisch gewesen. Scheiße, ich glaube, das ist doch nicht hier unten. Oh, scheiße! Oder? Och, Kacke! Da ist es nicht, hier ist es nicht. Komm schon, geh da jetzt hoch, Mann. Oh, jetzt ist das Ganze da oben oder wie, ey? Oh. Da ist irgendwo eine Schlange. Ja, da vorne. Du bist zu langsam für mich, du Mistvieh. Hui! Hui! Da ist das Päckchen, perfekt. Das ist ja mal ein geiles Versteck. Nicht schlecht. Hui! Mach einen Köpfer. Ma, du Schwuchtel. Sprich mit Willis. Jetzt muss ich die dem nicht irgendwie noch bringen oder so. So, klettern wir mal hoch erstmal. Hui. Oder? Na, ich konnte wahrscheinlich sowieso nicht merken, wo der Typ ist. Nein, konnte ich nicht, aber ich muss es dem auch nicht bringen. Ich muss jetzt einfach mit Willis reden, deswegen ab nach Bad Town. Hi. Hi. Oh, was ist denn das für ein Dollarzeichen? Ganz for sale. Nein, ich war Schmuggler. Was möchtest du kaufen? Hallo. Oh, hast du geile Waffen? Hast du geile Waffen? Im ersten ist die untere besser, im zweiten ist die untere auch besser. Die obere ist eigentlich nur in den unteren beiden Punkten besser. Aber ich lasse sie trotzdem einfach mal weg. Gucken wir uns mal MPs an, was es da gibt. MP5, mehr nicht. Die MP5 finde ich eigentlich auch ganz nice. Ich finde, ja komm, die können wir eigentlich echt mal holen. Da nehmen wir natürlich erstmal Schalldämpfer drauf, ganz klar. Und ein Roadpunkt Visier würde ich fast schon sagen. Oder soll ich dann normales Visier drauf lassen und lieber weiter das Magazin nehmen? Ja, machen wir so. Ausrüsten. Ja, soll ich das jetzt auf das F1 ersetzen oder lieber auf Raketenwerfer? Nee, lieber so. Okay. Probiere ich dann gleich mal aus.
MP5, drücke Escape. Die MP5 ist eine der berühmtesten Maschinenpistole der Welt, dank vieler Auftritte in Actionfilmen und Ekelpornos. Diese in Deutschland entwickelte Waffe war in den Arsenalen vieler Militär- und Polizeieinheiten zu finden, bis sie veraltet war und durch neuere Modelle ersetzt wurde. Du findest alte MP5-5s über ganz Rock Island verteilt. Die MP5, die finde ich echt richtig geil. Also wenn ich mir eine Software kaufen würde, dann würde ich mir auf jeden Fall so eine MP5 kaufen, glaube ich. Hallo! Ich liebe den Flammenwerfer. Die Deutschen, was soll ich sagen? Die wissen, wie man was abfackelt. Hier ist dein Earpiece. Danke. Warst du je mit deinen Jungs da draußen? Nein, nein, nein. Hat schon seinen Grund, warum ich die US-Flagge hier habe. Hier drin herrscht Zivilisation und Ordnung. Da draußen? Im Dschungel? Die Synapsen in unserem Hirn verkümmern so allmählich. Man vergisst, woher man kommt, wer man ist. Ja. Also, was ist mit meinem Freund Oliver? Ich hab fast alles, um den Laden auszuheben. Ich spür's. Übrigens, du wirst echt populär. Tolles Wetter haben wir. Warum, Boss, planst du eine Parade? Dafür liebe ich dich, was? Du hast Humor. Das ganze Business ist so knochentrocken. Außer dir. Also, was ist mit dem Weißbrot? Weißt du was, der interessiert mich einen Dreck. Ist mir scheißegal. Wirklich? Was mache ich dann hier? Sobald du das Lösegeld hast, werden seine Freunde verkauft. Sein großer Bruder ist tot. Und mit dem Kleinen habe ich gemacht, was du wolltest. Bloß meine Schwester. Die tätowiert das Weißbrot. Jetzt hörst du mir mal gut zu. Deine Familie ist mir scheißegal. Du verwachst es mir, dass die dich nicht auf meine Autoantenne gespießt haben. Deshalb finde ich sehr gut, okay, wenn ihr Jason Brody, okay, nicht egal wer. Geht klar. Fantastisch. Ach, ich liebe dieses Wetter. Wie heißt dieses Dorf da unten noch? Bennerstown? Einheimische Sympathisanten. Die haben ein Transportverzeichnis, das mir am Herzen liegt. Ich werde sie mal besuchen. Schön, dich zu sehen, Lars. Du musst dann wohl nach Bearstown. Ich wette, Oliver steht auf dem Verzeichnis. Wer hat es? Sag ich dir, wenn du da bist. Ich habe noch was zu erledigen. Du findest ja raus. Verlass die Hütte und ich glaube, wir müssen das bis ganz nach unten, kann das sein? Oder? Ne, stimmt doch gar nicht. Ich dachte hier, Bad Town. Na egal, muss ich wohl doch da hoch. Am besten mache ich hier noch Schnellreise, es geht schneller. So, und dann nehme ich noch die Karte auf. Und dann speichere ich nochmal kurz. Und nochmal zur Sicherheit. Und ihr wisst ja alle, was das heißt. Das heißt, die Aufnahmesession ist rum. Hat wieder riesen Spaß gemacht. Macht immer Spaß, Far Cry 3 zu zocken. Und dann würde ich mich verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Die Aufnahme, besser gesagt. Ich hoffe, die Parts in dem Grasfeld, also dass man anzünden musste, werden nicht gesperrt. Das wäre nämlich blöd. Ja, und ansonsten verabschiede ich mich wie immer. Ich hoffe, wie immer, dass es euch gefallen hat. Und jetzt kann ich an der Stelle eigentlich auch mal Daumen nach oben betteln. Wobei es mir eigentlich relativ wusch ist. Mir geht es eigentlich ehrlich gesagt nicht um die Daumen nach oben. Mir geht es eigentlich viel eher um die Kommentare. Also schreibt fleißig Kommentare. Freut mich immer. Und Ihr dürft übrigens auch viel Kommentare schreiben, wenn ich es mal nicht sage in einem Video, also, ne, und so. Aber, jo, ansonsten war es das von mir, und Far Cry 3 und man sieht sich beim nächsten Mal. Ich bin raus, euer Thomas Dokolb. Bis zum nächsten Mal, tschüss.